Ach man. Ja, vor allem, wie nenne ich denn dann Dictri? L'Oreal hoch 3. Fancy Hair. Oder Backstreet Boys, Boy Group oder sowas. Genau. Oh, da oben ist was, aber komme ich da auch irgendwie ran? Ja, natürlich komme ich da ran. Ja, guck mal, das da oben ist sogar die Pension, glaube ich. Ah. Du findest Heilwall. Wow. Na toll. So, einfach dran vorbei an dem hohen Gras. Hey, hier ist jemand, der... Ach nein, das war der Typ. Das war der Typ, ja. Eine TM ermöglicht es einem Pokémon augenblicklich eine Attacke zu erlernen. Hm. You don't say! Gut, Zeit für ein Päuschen. Für mich als Reiter ist das Ganze nicht weiter anstrengend, für das Pokémon aber sehr wohl. Glaube ich nicht dran, Lüge. Doch, doch. Manchmal. Oh, nee, warte! Rechts okay. Die Pension abchecken und dann links das Motel abchecken. Okay. Da gibt's nämlich Souvenirs. Ah. Ich freue mich. Achso, verdammt. Ja, du machst. Ich freue mich ja, dass mein Junge die ganze Welt bereist, aber er könnte sich öfter mal melden. Als ich ihm deswegen mal die Meinung gegeigt habe, hat er mich total platt gemacht. Bei einem Pokémon-Kampf, versteht sich. Schön wär's. So, stopp, jetzt guck dir mal hinten den Golfbag an. Yo. Einige der Golfschläger sind verbogen oder gar abgebrochen. Wenn du Pokémon-Kampf verstehst. Oh, das ist ja gemein. Also doch keine Pokémon-Pension. Schade. Oh, ganz weit der Sohn ist aber sehr... Wow, nicht wieder die Sendung. Malasada, selten. Mistomasse, Malasada, ja. Bla bla bla. Muff, Waffeln, Genuff, bla 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 bla. Schön und unwichtig. Ich will nicht wissen, wie die Malassa das schmecken. Vor allem nicht von einem Typen, der die ganze Zeit die in sich reinstopft. Guck mal die Trophäen an. Was ist denn? Auf den Trophäen liegt eine dünne Staubschicht. Ah. Was ist das wohl für ein Sohn? Das wurde offensichtlich länger nicht genutzt. Schön aber, dass man hier zumindest Betten nicht zum testen. Schlafen. Schön, ja. Ja, ne? Besser als so manches Möbelhaus. Hinten ja. Das auffällige rote Buch. Das ah, so, da war ein auffälliges rotes gelockt. Buch. Dann los, dahin. Wir wollen ja so viel von der Lore mitnehmen wie möglich. Ein Fotoalbum. Es sieht allerdings nicht so aus, als hätte es in letzter Zeit jemand mal angefasst. Oder? Also der hat sich hart mit seinem gewalttätigen Sohn zerstritten, der offenbar Golf spielt. Ja. Und nicht nur Golfbälle mit der Ausrüstung schlägt. Sondern auch die seines Vaters. Bist du auf Inselwanderschaft? Dann zögere nicht, dir unterwegs von verschiedenen Pokémon helfen zu lassen. Jojo, dat. Unser Motel ist schon eine Nummer für sich, was? Nee, unser Motel ist schon eine Nummer für sich, was? Wir sind immer voll ausgebucht. Aber wen wundert's? In dem Projekt da stecken schließlich Menge Arbeit, Zeit, Arbeit und Mühe und so. Wow. Das war nichts. Ach so, jetzt sehe ich das auch. Okay. Hat ein bisschen geleckt. Hab's mal geschickt zurückgehalten. Ja. Ach, ein Item. Hier wird super. Man zugemüllt mit Items. Aber auch immer nur ein mit dem ewig gleichen. Den Truck kann man nicht verschieben mit Stärke, weil es keine Stärke mehr gibt. Ah, dafür gibt's Pokémobil. Ah, genau. Was wir auch noch nicht haben. Mein Haar sitzt perfekt, aber Make-up hapert's noch etwas. Ja, ich sehe aus wie der Joker. Und der Typ hat ja da. Was hat der für eine Brille auf? Oder ist das eine Sadomaso-Maske? Eine coole Brille. Du hast ja einen Pokédex. Wow, dann nimm diese Nestbälle. Zwei Nestbälle. Nestbälle fängt besonders gut schwache Pokémon. Ah. Oh, erklärt er auch. Okay. Ja. Je schwächer, was heißt denn schwach? Level, ah, okay. Tilo! Sarazin! Ich wollte gerade sagen, Mischke von Galileo. Tilo Sarazin. Hm. Menschenfreund. Vorsicht vor dem Vorschüler!
Vorschüler voraus. Und Nachsicht mit den Nachsitzern. Vorschüler Cedric. Cedric. Boah, da muss ich an Witch denken. Kennst du die Serie? So ist es. Diese schöne Serie Witch von damals. Da hieß der Bösewicht auch Cedric. Konnte sich in eine riesen Dämonenschlange verwandeln. Ich fand den immer so cool und hab davon geträumt. Bam. Geträumt, wie der meine alte Schule angreift und dann kamen die Power Rangers und haben mir meinen Verwandler gegeben. Und dann haben wir den besiegt. Cool. Das war schön damals, ja. Oh, wir haben einem kleinen Vorschüler 96 Cent abgenommen, wenn man es mal umrechnet. Ich glaube, wir kriegen mal mehr raus. Botogel klammert sich an dir fest und lässt nicht mehr los. Anscheinend möchte es dich zu den Bärenfeldern führen. Oh ja, ich will ein Geschenk von ihm und das sollte keine Bombe sein. Es geht auf den Bärenfeldern nur vor sich. Ob es Probleme gibt? Wenn der das schon so sagt. Oh, guck mal, wer da steht. Talkin' Raw. Bären sind zwar voll lame, aber Team Skull wird sie trotzdem einheimsen, yo. Geht das in deinen Schädel rein, Alter? Die Bären sind jetzt unsere, keine Frage, yo. Ich trete meine Bären liebend gerne an Pokémon ab, aber auf keinen Fall an Typen wie euch. Mein Homie und ich sind also weniger wert als Pokémon? Willst du uns dissen oder was? Ich schreib dir gleich einen Rap-Text, dabei. Was glaubst du so, hä? Du schon wieder. Ey, willst du dich schon wieder mit uns anlegen? Am Hafen haben wir es vielleicht vergeigt, aber jetzt machen wir ernst, Sis. Danke, dass du mir helfen willst. Aber Team Skull sind einfach nur halbstarke Aufschneider mit zu viel Freizeit. Große Klappe und nichts dahinter. Kümmere dich nicht um sie und setze deine Inselwanderschaft fort. Hey, was fällt dir ein, Alter? Red nicht über uns, als wären wir nicht hier, klar? Willst du etwa abhauen? Wir machen dich platt und schnappen uns deine Pokémon. Ich werde dir zeigen, was für ein Dickschädel ich sein kann. Schau genau hin. Diese Wortspiele mit Schädel, ey. Ja. Vor allem nichts anderes. Dickschädel. Ja gut, das Deutsche hat wahrscheinlich einfach nicht genug Wörter dafür, dass man da gute Wortspiele mitmachen könnte. Team Skull Rüpel, ja. Tomato. Aus Pokémon X und Y. Der Rivale. Aber guck mal, da haben wir doch Geist. Geist? Ah ja, es ist ein Psycho-Pokémon. Na? Wer es anlegt, darf es behalten. Ich will kein Traumato behalten. Die gibt's hier in der Nähe in Pokémon Go sowieso zuhauf. Na, bei mir ist mehr so die Taubsi-Gegend. Ah. Und da tauchen auch nur alle paar Kilometer Pokémon auf, weil es so ein Kaff ist. Ehrlich gesagt, ich spiel's auch gar nicht mehr. Also, ich weiß nicht, ob sich was geändert hat. Bestimmt. Also ja, sehr viel. Also die schalten jetzt demnächst die zweite Generation frei und da bin ich immer überlegen, ob es das vielleicht dann wert wäre. Ja. Jo, es setzt mich ganz schön an, dass man mich so einfach dissen kann. Word. Yeah. Word. Chicka word. Chalk and raw. Team Skull. Damn. Chalk and raw. Chest punch. Boah, echt jetzt? Ey, du bist viel zu stark, will mir nicht in den Schädel. Das nervt mich so gewaltig, dass ich jetzt ehrlich mal den Tag vermiesen werd. Eine gute Idee, die Vegeta-Höhle ist nicht weit von hier. Mein Bro redet ständig von Schädeln, damit dein Dickschädel ihn nicht mehr vergisst, yo. Also merkt dir gefälligst, wer er ist. Yeah. Chest punch. Talkin' raw. Oha. Du und dein Flammiau habt es ihnen richtig gezeigt. Hier, als Dank dafür, dass du die Hohlschädel von Team Skull verjagt hast. Der war gut. Schniedelbeere. Schniedel empor. Schniedel. Wie war der andere? 1, 2, 3. Farb. Mit Schniedelbeeren kannst du ein paar der KP eines Pokémon wiederherstellen. Du kannst sie direkt auf das Pokémon anwenden oder ihm die Beere zum Tragen geben.
In Alola wachsen jede Menge Beeren. Also kannst du ruhig auch jede Menge sammeln. Na dann. Ja, damit. Es wird Zeit, dass wir uns der Prüfung stellen. Ich will aber Beeren. Es liegt noch eine Beere Sinebeere. Da. Es liegt noch eine Beere da. Boah. Sinebeere. Warum kann man nicht einfach sagen, drei Sinebeeren erhalten? So wie in anderen Spielen. Damit es dir mehr vorkommt und du dankbarer bist. Bin ich nicht. Kannst du da auch Beeren pflanzen? Nein, geht hier nicht. Also, oh Gott sei Dank, das ist immer so lästig. Ja, aber die Frage ist, man muss ja irgendwie immer mehr bekommen. Nee, oder es werden einfach immer mehr... Liegt linksseitig auf den Feldern vielleicht noch ein Item? Togi! Was? Linksseitig auf den Feldern? Mal gucken. Ja. Müsste ja eigentlich. Ich meine, die haben ja hier überall Items. Haha! Wer hätte das gedacht? Riesenpilz, wie in meiner Hose. Oder in deiner, als du gehört hast, dass ich Pokémon Moon spiele. Wenn du Pilze in der Hosenregion hast, dann würde ich damit mal zum Arzt gehen. Oder häufiger duschen. So als Vorschlag. Oh, warte, Infoschild. Infoschilder sind wichtig. Tipps für Trainer. Wow. Nee, Bullshit. Okay, wir kommen wieder, wenn wir Zerschneider haben, wie bei Zelda. Oh. Beachte mich. Alola, die Begrüßung habe ich schon drauf, oder? Das gleiche gilt auch für Pokémon-Kämpfe. Na dann, schick mal los. Wow. Backpackerin Lena streckt dir ihren Arsch hin. Der ist so flach, da könntest du direkt ein Haus drauf bauen. Oh, Lena. Ah, weißt du, das erinnert mich ja an... An das Skelett. Lena hat aber abgenommen. Die war kürzlich auch ganz schlecht zu sprechen. Da hat sie bei einer Show Olli Schulz getroffen. Mhm. Der hat sie dann auf Jan Böhmermann angesprochen und da war das Gespräch ganz schnell abgebrochen. Schön. Warmball. Oh. Pflanze Fee übrigens mittlerweile. Ja, aus der 4. Generation. 5. Fünften meine ich doch. Ah. Upsi. Nein, 4. Generation. An welches Pokémon aus der 4. Generation habe ich jetzt gedacht? Sicher, dass... Nee, Baumball war 5, stimmt, oder? Ja, Baumball war im Ewigen Wald. Aber was war denn dann in der 4. Generation, was ich so lustig fand? Driftlon, wenn du wahrscheinlich an was Fliegendes denkst. Nee, das nicht. Ah, jetzt ist aber... warum hat das dann eigentlich immer den ersten Zug? Das ist so schnell. Offenbar, dass die Flinkklaue irgendwann mal triggert. Tut sie ja nicht anscheinend, aber es reicht doch so. Hätte ich gleich den Feuerzahn benutzt, dann wäre es einfacher gewesen. Ja. Ich wusste nicht, dass Glut da es nicht besiegt. Hast halt einen stärkeren Angriff als Feuerzahn. Oh, ja! Hä? Habe ich was verpasst? Naja, ich sag mal so die Pose, in der sie da so sitzt. Yeah, Itai! Ja, bitte! Also 20% halt Chance, die Flinkklaue. Hier lernt ihr was, Bildungsfernsehen. Ja. Und wir bleiben immer unter den 45 Grad. Ach nein, das arme Pokémon, das sieht ja voll gequält aus. Ja, aber das sieht's immer. Aber ich find's auch krass. Weißt du, die Pokémon alle erstmal zu modeln, ist das eine, aber zu animieren. Für alles Mögliche, was du mit denen machen kannst, ist ja cool. Ja. Großen Respekt, Game Freak. Muss da nur noch ein anständiges Spiel hinkriegen. Haben sie doch, es ist doch ein tolles Spiel. Nein, ich bin gerade echt stinksauer wegen den Customization-Geschichten. Ah. Ja, die Frauen haben 22 Frisuren, die Männer 6. Und so ähnlich sieht's auch in der Welt der Klamotten aus. Warum dürfen Männer nicht modebewusst sein? Ich bin ein sehr modebewusster Mann und ich möchte mich auch gerne so individuell ausdrücken können wie die weiblichen Spielfiguren. Irgendwann überlegen, entweder nicht zu spielen oder als weibliche Person zu spielen. Ja. Und weil ich ja so einen Crush an Victoria Justice verloren habe, werde ich dann wahrscheinlich mit Victoria Justice spielen und die so stylen. Ja. Mhm. Dafür gibt's ja komischerweise die Frisuren alle. Ja. So, dann wollen wir dem Viech da noch einen Trank reinhauen. Besser ist mal. Ja,
nicht lieber homöopathisch heilen? Wenn man Bären heilt, steigert das die Freundschaft mehr. Na, ich kann das Viech auch streicheln. Solange bis es mich lieb hat. Ein Pokéball!